Demokratisierung aller Lebensbereiche und Solidarität mit den Blockupy-Aktivistinnen. Auch viele Aktivistinnen aus Hamburg sind betroffen von Platzverweisen in Gewahrsamnahmen und weiteren Einschränkungen ihrer angeblichen Versammlungsfreiheit. Was muss das für ein Versammlungsgesetz in Hessen sein, das Menschen tagelang Platzverweise für eine Stadt ausspricht? Warum verfolgt die Polizei mit Hubschraubern Busse, stoppt diese, durchsucht Aktivistinnen, stellt deren Personalien fest und kontrolliert sie bis auf die Unterwäsche, um sie anschließend festzusetzen? So geschehen mit den Bussen, die hier aus Hamburg losgefahren sind, die zwei, und auch mit den drei Bussen, die aus Berlin losgefahren sind. Versammlungsgesetze werden verabschiedet, um Protest zu behindern oder zu unterbinden. Die Polizistinnen setzen die Interessen von Nationalstaaten durch und befolgen Befehle. Diese Interessen und Befehle sind ausgerichtet an den Vorgaben der aktuellen kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Im Blockupy-Aufruf heißt es: Wir rufen auf zu europäischen Tagen des Protestes gegen das Krisenregime der Europäischen Union vom 16. bis zum 19. Mai, also heute, in Frankfurt am Main. Wir wollen den Widerstand gegen ein Krisenregime, das Millionen Menschen in vielen Ländern Europas in Not und Elend stürzt, an einen seiner Ausgangspunkte tragen. Mitten ins Frankfurter Bankenviertel, an den Sitz der Europäischen Zentralbank, EZB, und vieler mächtiger deutscher Banken und Konzerne. Wir widersetzen uns dem Versuch, mit nationalistischen Parolen die Beschäftigten, die Erwerbslosen, die Prekären in Deutschland, in Griechenland, in Italien und Frankreich oder in anderen Ländern gegeneinander aufzuhetzen. Und die Universitätsleitung selbst macht sich schuldig, nun noch mehr unbeteiligte Menschen in ihrer Bewegungs- und wissenschaftlichen Freiheit zu behindern. Ein vernünftiger Umgang mit der derzeitigen Situation in Frankfurt und Europa wäre es, den Diskurs über gesellschaftliche Fragen mindestens anzuerkennen, im besten Falle aber zu fördern und die Rolle verantwortungsvoll anzunehmen, die den Hochschulen gesellschaftlich zukommt. Also, die waren auf der Autobahn kurz vor Frankfurt bei Hanau und wurden dort von einem Polizeihubschrauber verfolgt und im Nachhinein von mehreren Polizeifahrzeugen von der Autobahn gebunken und dann zu einer Autobahnreißerei bzw. zu einer eingerichteten Polizeistation gebracht. Dort mussten alle Aktivistinnen von Blockupy, die aus Hamburg mit dem Bus angereist sind, aussteigen, sollten dann ihre Personalien zeigen. Die Personalien wurden aufgenommen, die Menschen wurden komplett durchsucht, einige mussten sich bis auf die Unterwäsche ausziehen. Die Leute wurden alle abgefilmt, ihnen wurden ihre Zelte weggenommen und sie wussten gar nicht, was jetzt eigentlich passiert mit ihnen. Auf jeden Fall haben sie als letztes dann noch eine Karte in die Hand gedrückt bekommen von Frankfurt. Da war ein großer Kringel drum gemalt und sie haben für ganz Frankfurt das Wochenende über einen Platzverweis bekommen. So sieht das aus, wenn man in Frankfurt an diesem Wochenende gegen den Kapitalismus, gegen die Wirtschaftsordnung demonstrieren wollte. Es herrschte ein generelles Demonstrationsverbot in Frankfurt. Also konnten die Leute auch nicht demonstrieren, ohne immer wieder gekesselt zu werden, ohne dass immer wieder Menschen in Gewahrsam genommen wurden. Ich finde, das geht einfach gar nicht. Wir demonstrieren hier, weil wiederholte Male der deutsche Staat und die deutsche Polizei, dass die Versammlungsfreiheit im großen Maße beschnitten haben. Wir wollen eine offene Welt gegen Diskriminierung, für Meinungsfreiheit. Lasst das Klopfen sein und reiht euch für die Versammlungsfreiheit und für mehr Demokratie ein. Für ein selbstbestimmtes Leben gegen die Diktatur des Kapitals. Wir haben keinen Bock mehr, dass nur Banken unterstützt werden und die kleinen Menschen alles austragen müssen auf ihrem Buckel. Für Versammlungsfreiheit und für eine bessere Welt. Schließt euch alle an. Und wir machen jetzt hier eine Zwischenkundgebung vor Axel Springer. Und das hat einen genauen Grund. Wir konnten gerade nicht in die Bannmeile einbiegen Richtung Rathaus, weil uns das verboten wurde, praktisch durch das Hamburger Versammlungsgesetz. Es geht nicht mehr, dass man irgendwie den Bürgerschaftspräsident jetzt erreicht, so kurzfristig einen Tag vorher. Und deshalb dürfen wir da nicht durchlaufen, weil der müsste sowas genehmigen. Ich frage mich, was soll das? Warum müssen wir jetzt hier stehen? Warum können wir nicht auf dem Rathausmarkt stehen? Das ist einfach ein dummes Gesetz. Und wie solche Gesetze zustande kommen, das liegt daran, dass Protest ganz oft kriminalisiert wird, im Vorhinein hochgeschaukelt wird, und da ist Axel Springer auch immer ganz gerne vorne mit dabei und sagt schon, bevor irgendwas passiert, dass es auf jeden Fall knallen wird, dass da auf jeden Fall ein Mob von Autonomen kommt und die ganze Stadt lahmlegt oder auseinandernimmt.
So war das auch bei Blockupy, da hatte man vorher Angst, hat behauptet, aus Hamburg und aus Berlin reißen extra die 2000 kriminellen Gewalttäterinnen an. Wir wehren uns dagegen, dass schon im Vorhinein Menschen, die protestieren wollen, in so einer Art und Weise kriminalisiert werden und daher auch resultieren, nicht nach Frankfurt anreisen durften, beziehungsweise für das ganze Wochenende Aufenthaltsverbote bekommen haben für den Frankfurter Stadtbereich. Dass ihr selbst aktiv werdet, selbst Presse macht, selbst im Internet vielleicht Presse macht, auf Blogs schreibt, auf verschiedenen Webseiten schreibt und einfach im Internet selbst dafür sorgt, dass wir uns gegenseitig darüber informieren, was irgendwo irgendwie passiert, weil man zum Beispiel der Bild-Zeitung einfach nicht glauben kann, wenn es um Blockupy geht oder andere Proteste. Wir demonstrieren heute Abend hier, weil wir nicht damit einverstanden sind, was in Frankfurt am Wochenende passiert ist. Ganz viele Aktivistinnen und Aktivisten von Blockupy wurden gehindert daran, zu demonstrieren und haben Platzverweise bekommen für das gesamte Stadtgebiet. Wenn Sie das auch nicht so okay finden und scheiße finden, dann schließen Sie sich uns an und kommen Sie mit in die Demo. Wir sind laut! Machen wir uns die Demo laut! Occupy. Was hältst du von der Demo hier heute und warum bist du dabei? Ich finde die Demo sehr gut, dass sie erstmal überhaupt stattfindet. Ich bin hier, weil ich auf jeden Fall auch kritisch sehe, wie es momentan läuft. Was erhoffst du dir von dem heutigen Tag? Ich meine, es sind so wenig Leute, also glaubst du wirklich, dass sowas was bringt, sage ich mal? Ich denke mal, es kann vielleicht ein Anfang sein. Unsere Solidarität für den Protest von Blockupy in Frankfurt und senden ein Signal an die Leute, die da vielleicht auch noch in den nächsten Tagen ein bisschen weiter demonstrieren wollen. Leute, lasst das Kaufen sein! Steckt die Sachen einfach ein! Diese Interessen und Befehle sind ausgerichtet an den Vorgaben der aktuellen kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Im Blockupy-Aufruf hieß es, wir rufen auf zu europäischen Tagen des Protestes gegen das Krisenregime der Europäischen Union. Wir wollen den Widerstand gegen ein Krisenregime, das Millionen Menschen in vielen Ländern Europas in Not und Elend stürzt, an einen seiner Ausgangspunkte tragen. Mitten in Frankfurter Bankenviertel, an den Sitz der Europäischen Zentralbank, die da finden Sie keine Solidarität in der Bevölkerung mit so einer Nötigung. Also ich bitte Ihnen die Fläche an, Sie wollten das Rathaus sehen, von hier aus sehen Sie das Rathaus nicht, das war Ihr eigenes Unsinn. Ja, deswegen habe ich gesagt, da die Riesen dann weg. Warum nicht da? Nee, nicht auf der Fahrbahn. Weil das in der Güterabwägung habe ich Ihnen schon mal gesagt. Ja, müssen wir noch mal zählen. Nee, wir brauchen nicht Sie zählen, auch mit 50 Leuten bleiben Sie hier nicht auf der Straße stehen. Nicht? Gehen Sie bitte auf die Riesenbrücke, dann können Sie das Rathaus sehen und auch Ihre Anschlussbewegung. Aber dann kriegt das ja wieder niemand mit. Liebe Hamburgerinnen und liebe Hamburger, wir demonstrieren hier in Solidarität mit den Demonstrationsverboten in Frankfurt. Und bei uns ist es auch die Situation so, dass wir keine Genehmigung bekommen haben, auf den Rathausplatz zu gehen, weil sich die Leitung der Hamburger Bezirksamt nicht in der Lage legt. Ich will auch ein Sonderlicht. Ohne Probleme. Dann bitte jetzt sofort. Ach so. Der hat eine Anzeige. Bringt nichts. Wir wehren uns dagegen und sagen so nicht. Solidarität mit den Blockupy-Aktivistinnen in Frankfurt und mit ihren Anliegen. Die Umverteilung von unten nach oben wird
Anhängerinnen der Schuldenbremse argumentieren, dass dies eine generationengerechte Steuerpolitik sei und wir die Staatsschulden ja nicht unseren Kindern überlassen können. Erstens sind Staatsausgaben nicht bis ins Letzte planbar und Schuldenaufnahmen auch nicht. Reicht die alleinige Kritik an der Schuldenbremse nicht aus. Vielmehr muss diese Kritik eine Kritik der Verhältnisse einschließen, die eine solche Schuldenbremse benötigt. Deswegen die kapitalistischen Verhältnisse überwinden.